Hallo, es wird mal wieder Zeit für ein kleines Buchgestrebe. Das Fach ist wieder leer geräumt, was daran liegt, dass die Bücher hier unten schon bereitstehen, damit ich sie euch in die Kamera halten kann. Ja, alle Leute, die noch neu sind, willkommen bei diesem Format, in dem ich Bücher in die Kamera halte, die ich gerne lesen möchte. Ich stelle euch im Prinzip meinen Stapel ungelesener Bücher vor. Und da andere Leute gerne wissen wollten, was ich lese, ist dieses Format hier entstanden. Wenn euch das Ganze gefällt, lasst gerne ein Like da und natürlich ein Abonnement, würde mich sehr freuen. Und fangen wir jetzt direkt mit dem ersten Buch an. Oder in dem Fall muss ich eher sagen, dem ersten Comic. Und zwar handelt es sich um den ersten Comic von Sandman. Die Serie geht ja aktuell auf Netflix ziemlich steil. Und ich war neugierig, was es damit auf sich hat und habe mir den Comic geholt. Und habe den Fail gemacht, dass ich erst dachte, es wäre ein Buch. Ich nicht richtig geguckt habe und dann festgestellt habe, es ist gar kein Buch, es ist ein Comic. Und es ist ein extrem krasses Farbcomic, komplett so dick und mega cool. Also, schon mal drin rumgeblättert, sieht unglaublich cool aus. Und so wie sich das gehört, werde ich euch jetzt einfach mal den Klappentext hinten vorlesen. Präludien und Nortuni, erzählt vom Herrscher jenes Reiches, in dem wir ein Drittel unseres Lebens verbringen. Alles beginnt im Jahr 1916, als der englische Magier Roderick Burgess den Versuch unternimmt, den Tod in Persona, Death, zu fangen. Aber stattdessen deren kleinen Bruder Dream erwischt. Beide gehören zu den ewigen, unsterblichen Wesen, die vom Universum selbst geschaffen und mit verantwortungsvollen Aufgaben betraut wurden. Aber auch gottgleiche Geschöpfe machen Fehler und büßen dafür. Ich bin sehr gespannt, wenn ich mal Zeit habe, den Comic zu lesen. Und ich bin echt kurz davor zu sagen, ich kaufe mir erst alle Comics, bevor ich es lese. Weil das Schlimmste wäre, anzufangen und dann dazu sitzen und denken so, toll, ich brauche den nächsten Band. Das war auf jeden Fall das erste, in Anführungszeichen, Buch heute. Deswegen landet es als erstes hier in den Topf und ich stelle es euch jetzt erst vor. Habt ihr das Buch? Kennt ihr die Comics? Habt ihr die Serie gesehen? Schreibt das gerne mal in die Kommentare, es würde mich interessieren. Ich habe sie sehr gefeiert. Vom Comic geht es jetzt zu einem Urban Fantasy Krimi. Und zwar geht es um die Weltenwechselakten Band 2. Und zwar der Scherbenrausch. Ich habe mir den zweiten Band schon mal geholt. Und ein Herz für Mängelexemplare. Es ist eines von ihnen. Es ist eine Special Edition. Und da sie leider ein bisschen bemängelt ist, habe ich ihr jetzt ein neues Zuhause gegeben, weil ein Herz für Mängelexemplare. So, den ersten Band habe ich euch ja schon vorgestellt und das ist jetzt der zweite. Und ich erzähle euch jetzt den Klappentext. Wer mit dem Schicksal pokern will, sollte mit gezinkten Karten spielen. Paris, 17. November. Willkommen zurück in Paris. Heute auf den Dienstplan durchgedrehte Dämonen, magische Drogeneskapaden und illegaler Bluthandel. Der Freifahrtschein für einen Trip in die Abgründe der paranormalen Gesellschaft. Ich war wirklich wahnsinnig genug, diesen Fall zu übernehmen. Dabei kann ich nicht mehr behaupten, dass mich niemand gewarnt hat. Leben zu retten bedeutet fast immer, Scherbenhaufen zu hinterlassen. Sieh nicht zu oft hin, was sich in ihnen spiegelt. Manchmal zerspringt davon der Verstand. Inzwischen stecke ich knietief in diesem Sumpf aus Tod, Verrat und Lügen. Ein Spion mit der Schlinge um den Hals, knapp davor, endgültig auf die falsche Seite zu geraten, weil ich nicht anders kann und weil ich es versprochen habe. Vanya Belacroix. Ich kann es nur empfehlen, einfach weil Caro unglaublich gut schreibt und es gibt mittlerweile schon den ersten Kurzgeschichtenband, also es gibt Band 5 im Prinzip. Und aktuell wird sogar, wenn ich mich recht entsinne, an Band 6 gearbeitet. Also Band 5 ist ein Kurzgeschichtenband, der ist jetzt vor kurzem erst rausgekommen. Und es geht auch noch weiter. Also die Weltenwechselakten immer noch ganz oben auf der Liste der Empfehlung. So, ich überlege, wie ich jetzt weitermache. Ich glaube, ich mache es mir einfach und lasse die bissigen Sachen für bis zum Schluss. Lange Zeit bin ich um dieses Buch herumgeschlichen und habe die drei Vorgänger also 3 Jahre in Folge jeweils einmal gelesen. Und aktuell, muss ich gestehen, rereade ich sie schon wieder.
Und zwar geht es um die Tribute von Panem. Und mir fehlte der letzte Teil. Ich habe die Bücher nur als E-Book und habe mir jetzt den letzten Band, den neuesten, der nächstes Jahr ins Kino kommt, als Hardcover geholt, weil mein Freund meinte so, hol dir das Hardcover, ist doch viel hübscher. Ja, das heißt, ich habe das als Hardcover geholt, das heißt, ich muss die anderen drei Bücher mir jetzt auch endgültig mal als Printbuch holen, weil ich das möchte. Ja, hallo. Ich lese jetzt gerade, ich reviewe ja gerade, ich bin schon bei Band 2. Die Panem-Bücher verschlinge ich immer wie sonst was, ich weiß auch nicht. Die kannst du so super gut durchlesen. Aber ich bin sehr gespannt, was es damit zu tun hat, weil das habe ich noch nicht gelesen. Und da hatte ich noch nicht die Möglichkeit, es zu lesen, weil ich mich geweigert habe, ein E-Book für 15 Euro zu kaufen. Das sage ich ganz ehrlich, das war mir ein bisschen teuer. Also habe ich es gelassen und habe gewartet. Und jetzt habe ich's. Der Klappentext ist schön kurz, also kommt er jetzt. Es sind die 10. Hungerspiele. Er ist ihr Mentor, sie sein Tribut. Verbunden in einem aussichtslosen Kampf, folgt er den Regeln des Spiels oder seinem Wünschen zu überleben. Ich weiß, dass es um den jungen President Snow geht, sprich der Typ, der in der Panem-Trilogie für Chaos, Unruhe und Tod und Verderben sorgt. Und ich habe mich eigentlich die ganze Zeit gefragt, warum es heißt, das Lied von Vogel und Schlange. Und jetzt, wo ich die Bücher wieder lese, fällt mir das erst auf, dass Katniss ihn die ganze Zeit als eine Schlange betitelt. Also, dass sie ihn als Giftschlange immer wieder assoziiert. Oder es ist so, ich las das Buch und dachte mir so, ach, deswegen heißt das so. Okay, das erklärt einiges. Man merkt, ich habe es lange nicht gelesen. Umso glücklicher bin ich, dass ich es jetzt habe und endlich lesen kann. Weil ich freue mich schon sehr auf die Vorgeschichte und ich freue mich noch mehr auf den Film. Vielleicht gehe ich sogar mal wieder ins Kino nach 4 Jahren. 2 Jahren vielleicht. 3,5. 3. Sind mindestens 3 Jahre her. Das war das Buch und jetzt wird's bissig. Also bissig, ne? Eigentlich sind es 2 Bücher, mit denen ich euch erschlagen könnte, aber ich lasse es mal lieber. Fangen wir mit dem an. Die Seelen der Nacht von Deborah Hawkins. Oder Hawkness? Ich bin nicht so gut damit. Englisch und so, ihr wisst, ne? Besser bekannt wahrscheinlich als Discovery of Witches. Als Serie gibt es das Ganze schon. Ich habe mir vor Ewigkeiten das Buch auf Englisch geholt, habe angefangen zu lesen, eigentlich um mein Englisch zu verbessern, habe es dann aber nicht angerührt, weil ich es zu kompliziert fand. Gerade den Anfang fand ich zu kompliziert, weil es ja teilweise sehr krasse wissenschaftliche Texte sind und wenn du mit keinem guten Englisch daran gehst, sitzt du davor und denkst, was labert die Frau? Und habe es mir dann als E-Book geholt und habe das E-Book gelesen, bin eigentlich fast durch. Ich mache gerade so Parallel-Reading. Ich teste das gerade und habe kopftechnisch einen Sprung. Ich möchte das lesen, jetzt möchte ich das lesen, jetzt möchte ich das lesen, jetzt möchte ich das lesen. Ich habe das Buch fast durch und habe jetzt angefangen, Panem zu rereaden, weil das geht mal eben schnell. Aber ganz, also mal davon abgesehen, dass die Cover auf Deutsch mich jetzt eigentlich nicht so ansprechen, wenn ich nicht wüsste, was dahinter steht. Ich zeige euch mal das Englische. Das ist das englische Cover, das ist das deutsche. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das Englische hat mich sofort angesprochen. Das fand ich cool. Man sieht halt auch, es ist schon etwas älter. Ich habe da schon ein paar Jahre. Und wenn ich jetzt nicht wüsste, das ist das gleiche Buch, hätte ich dieses deutsche Cover, ich wäre nicht darauf aufmerksam geworden. Wenn ich nicht gewusst hätte, dass es dieses Buch ist. Aber es ist mega geil. Ich finde, das Worldbuilding ist so gut erklärt. Es erklärt Matthews Art und Weise zu reagieren und überhaupt. Es ist vorhersehbar an einigen Punkten, ganz klar. Das Buch abstellen. Aber ich finde es immer noch mega gut erklärt und ich finde es mega interessant, wie diese Verknüpfungen miteinander sind. Und ich bin auch sehr gespannt, was mit den anderen Büchern sein wird, weil ich habe Bilder von der Serie gesehen und habe mich gefragt, warum die eine gewisse Kleidung tragen, die definitiv aus der Mode ist. Und jetzt bin ich kurz vor dem Ende dieses Buches und jetzt verstehe ich das, glaube ich, langsam. Und bin jetzt umso gespannter, wie das mit den nächsten Bänden sein wird. Aber ich schwärme euch hier gerade so davor. Ich habe die Serie im Übrigen nicht gesehen. Ich kenne nur das hier. Fast ganz. Aber ich erzähle jetzt den Klappentext, bevor ich hier weiter erzähle und schwärme und alles. Eine Liebe größer als das Leben selbst. Diana Bishop ist Historikerin mit Leib und Seele. Dass in ihr zudem das Blut eines uralten Hexengeschlechts fließt, versucht sie im Alltag möglichst zu ignorieren. Doch dann fällt Diana in einer Bibliothek in Oxford ein magisches Manuskript in die Hände und plötzlich wird sie von Hexen, Dämonen und Vampiren verfolgt, die ihr das geheime Wissen entlocken wollen.
Hilfe erfährt Damien ausgerechnet von Matthew Clermont, Naturwissenschaftler, 1500 Jahre alter Vampir und der Mann, der Diana bald schon mehr bedeuten wird als ihr Leben. Da ist noch ein wunderschöner Spruch drunter vom Focus.de. Das richtige Buch, um es sich mit einem Glas Wein am besten vor einem knisternden Kamin gemütlich zu machen. Das kann ich so unterschreiben. Wein ist ein sehr, sehr prägnantes Thema in diesem Buch. Sehr lecker. Bin ein großer Fan, lese ich aktuell auch noch durch. Und sobald ich das durchgelesen habe, werdet ihr auf Instagram von mir auch eine Rezension bekommen dazu. Bis dahin kann ich es nur euch in die Kamera halten und vorstellen und sagen, cool! So, und jetzt kommt ein Buch, was eine Zeit lang sehr, sehr krass durch Instagram und Co. gehypt wurde. Und ich deswegen neugierig geworden bin und ich es mir gekauft habe. Dieses Ding hat 1020 Seiten und ist damit nicht gerade klein. Und zwar Das Reich der Vampire von Jay Kristoff. Es ging... Oh, hallo. Es ist sehr dick. Es war ein tierischer Hype, als es rauskam. Und ich war mega überrascht, dass so viele Leute, so viele Bookstagrammer auf einmal von diesem Buch berichten. Und bin daraufhin sehr neugierig geworden. Und ich fand den Klappentext und das, was ich gelesen hatte, schon ziemlich, ziemlich cool. Also lese ich euch das Ganze jetzt einmal kurz vor. Solange es brennt, bin ich die Flamme. Vor 27 Jahren ging die Sonne unter. Und seitdem sind die Armeen der Vampire auf dem Vormarsch. Stück für Stück haben sie ihr ewiges Reich ausgedehnt und den Menschen den Boden streitig gemacht, bis nur noch an wenigen Orten ein unbeschwertes Leben möglich ist. Kleine Inseln des Lichts in einem Meer aus ewiger Finsternis. Als der junge Gabriel de Leon seine Heimat verlassen muss, führt ihn sein Weg nach Saint-Mikon, zum Orden der Silberwächter, der das Reich und die Kirche gegen den Ansturm der Bestien verteidigt. Doch ahnt er nicht, dass er zur größten Legende des Ordens werden wird und zur letzten Hoffnung einer sterbenden Welt. Es ist der erste Band einer Fantasy-Trilogie und... Das Ding ist dick. Das ist einfach nur arschdick. Aber es ist arschdick und sieht arschgut aus. Ich ziehe das mal kurz aus. Erstmal das hier. Das fand ich schon mal sehr cool. Das ist sehr shiny. Es gibt sehr, sehr sexy Karten hier drin. So. Und, guck mal, wie ich das finde. Es ist einfach mega krass illustriert. Sorry, alleine dafür ist es einfach ein unglaublicher Sammlerband. Es hat so viele Illustrationen, deswegen sind die Seiten auch immer so zwischendurch. Ich weiß gar nicht, ob man das sieht in diesem Licht. Da sieht man zwischendurch, dass die Seiten so ein bisschen schwarz sind. Einfach, weil das die Farbseiten sind. Und dieser Farbschnitt geht halt bis zum äußeren Rand. Das ist halt richtig, richtig krass. Das wollte ich eigentlich in einem Bodyread machen. Aber es ist vielleicht doch ein bisschen dick. Naja. Das waren die 5 Bücher für heute. Und ja, was soll ich sagen? Ich glaube, die nächsten sind schon wieder unterwegs. Ich habe einige vorbestellt für Oktober, November war das, glaube ich. Und die kommen dann auch noch rein. Also sagen wir es mal so, fürs nächste Buchgestöber ist schon wieder Nachschub da. Ich muss ja im Prinzip die Panem-Bücher auch noch holen. Und ich habe noch irgendwas auf Halde. Ich weiß es nicht. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, natürlich, was ich euch heute vorgestellt habe. Kennt ihr die Bücher? Habt ihr diese Bücher schon gelesen? Was ist eure Meinung? Haut es mal gerne in die Kommentare, es würde mich sehr interessieren. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag, bis demnächst und wir sehen uns beim nächsten Buchgestöber oder beim Schreibgestöber oder bei einem nächsten Vlog. Bis dahin, tschüss!